Hallo Retro-Freunde, heute gibt es eine Sonderfolge auf meinem Kanal. Der Christian von Z-Toys hat mich angeschrieben. Ja, Z-Toys ist ja mein Haus- und Hoflieferant, kann man sagen. Ja, also ich fahre ja immer mal vorbei und hole mir meine Vintage-Toys oder meine Origins bei ihm ab. Ja, ist eigentlich ein reiner Online-Laden, aber ein Online-Shop, aber jetzt hat er Stand morgen einen Showroom, 23.08.2021 eröffnet sein Showroom. Das heißt, ihr könnt jetzt auch bei ihm angemeldet Waren abholen, die ihr bestellt habt. Und wie gesagt, er hat mich angerufen, hat mich zu sich eingeladen und ich möchte euch jetzt einen ersten Eindruck von seinem Showroom geben. Ja Leute, ich habe geparkt, ich steige jetzt aus, ja, und gleich werden wir mal sehen, was dieser Showroom alles für uns bereithält. Seid gespannt! So, und da sind wir auch schon. Ich drücke jetzt einfach mal auf die Klingel, dann hoffe ich, dass ich gleich aufgemacht bekomme. Hallo, willkommen bei Z-Toys. Grüß dich, na? Hi. Alles klar? Ja. Sehr schön. Wollen wir mal den neuen Showroom angucken? Ja, herzlich willkommen. Perfekt. Na, dann schau dich mal um. Sehr gerne. Gucken wir doch mal. So, hier sind wir im Showroom. Kurzer Rundumblick. Da lacht uns schon die Snake Mountain an. Origins Wind Rider. Richtig cool. Ein paar Dino Riders. Star Wars Retro Collection. Alles da. Richtig, richtig klasse hier. Und drüben sind ein paar Vitrinen. Da gehen wir jetzt später dran. Gucken wir erstmal hier links auf der Seite. Haben wir die Origins. Was ist das? War ein richtig cooles Plakat und da ist, glaube ich, eine Unterschrift drauf. Das müsste eine Originalunterschrift von Simon Soltau sein. Richtig klasse. Und die Origins. Leute, alles da, was euer Herz begehrt. Können wir da Landshark, Deluxe Ramman, Roboto, Sodec, Clampjam, Stratos, alles da. Hier unten die Eternia Minis. Und weiter geht's, Battle Armor, He-Man, Orko, etc. Sogar noch original verpackte im Umkarton Castle Grayskull, Leute. Ja, zwei Stück sehe ich da, also schnell sein und bestellen. Ja, dann kriegt ihr eine original verpackte. Und hier ist natürlich halt das Highlight drin. Ja, hier haben wir Mox, He-Man, Trapjaw, Stinkor, Teela. Ja, vorne He-Man, Battlecat, Wahnsinn. Guckt euch mal diesen Giant He-Man da an, ist das klasse. Ja, all das findet ihr hier bei Z-Toys. Ja, She-Ra, Skeletor, Wahnsinn. Guckt mal hier, guckt mal da. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Vitrinen voll Vintage-Toys, Leute. Die Wrestling-Fans auch nicht vergessen natürlich. Wrestling ohne Ende, Mox, lose Figuren, auch alles hier. Natürlich meine Highlights hier. Hier haben wir Bravestar stehen. Tex-Hex, Bravestar, 30-30, hinten OVP-Figuren. Ja, all das bekommt ihr hier. Das ist echt klasse. Das ist echt klasse hier. Da hinten wieder Jitsu, Triclops, Saurod. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Der Showroom ist ab sofort freigegeben. Ihr könnt vorbeikommen. Ja, nach vorheriger Anmeldung. Ja, könnt hier reinkommen. Könnt eure Bestellungen abholen, vielleicht findet ihr noch das ein oder andere weitere, was ihr gerne mitnehmen möchtet. Hier haben wir Funko Pops, ja, das Masters of the Universe Uno, auch immer gerne ein kleines Geschenk, glaube ich. Ja. Funko Pops, Funko Pops, die Schlüsselanhänger und natürlich hier auch die Revelation Minis, auch die gibt es hier natürlich, ja, sind auch im Shop drin. Diesen großen He-Man von den Funkos finde ich auch klasse, da bin ich auch noch am Überlegen. Ja, Wahnsinn. Was für die Wrestling-Fans, hier haben wir einen Ring, einen WWF-Ring, ja, Masterverse-Figuren, also Revelation-Figuren, gibt es natürlich auch. Hier ist der Skelegott, ja, der Ektor 1 von den Ghostbusters, ja, hier drüben weitere Ghostbusters-Figuren, die Kenner Classics oder von Hasbro, die Classics, ja, ein Masters of the Universe Brettspiel, Leute, Wahnsinn, Tassen, die könnt ihr auch hier bekommen, 11,99 das Stück, ja, richtig, richtig klasse. Hier unten Star Wars, Ghostbusters Vintage. Leute, ich weiß gar nicht, wo ich überall zuerst hingucken soll. Wahnsinn. Und natürlich die Turtles und die Dino Riders nicht zu vergessen. Guckt mal hier.
Turtles, OVP, Lose, alles da. Hier ist ein, oh, guckt euch das an, ist das cool. Ein Dino Riders, Tyrannosaurus Rex, ist jetzt nicht meine, ja, mein Spielzeug, nicht meine Zeit, aber ich finde es Wahnsinn, den mal live zu sehen. Könnt ihr euch auch live angucken, wenn ihr vorbeikommt, macht einen Termin aus, kommt vorbei. Richtig, richtig klasse. Was haben wir hier noch? Gehen wir nochmal weiter. Natürlich kommt auch ein Kaffee angeboten, wenn ihr schon mal hier seid, ja. Castle Grayskull mit OVP, noch ein bisschen Bravestar, ein paar Gremlins, also auch einige Sachen, die ihr gar nicht im Shop findet, ja, stehen hier rum, wollen von euch begutachtet werden, finde ich richtig, richtig toll, Wahnsinn. So, jetzt sind wir einmal durch den Showroom gegangen. Christian, nochmal vielen Dank für die Einladung. Ja, hallo. Und ja, die Frage, die sich wahrscheinlich die Zuschauer jetzt stellen, ist, du bist ja schon relativ bekannt hier in Deutschland, ja, bist ein reiner Online-Shop, ja, und hast jetzt einen Showroom. Das heißt, die Frage, die sich mir jetzt stellt und halt auch den Zuschauern, wieso hast du jetzt als Online-Shop einen Showroom? Ja, also die Nachfrage oder der Bedarf ist da, weil viele Sachen halt vom Versand her auch manchmal schwierig sind, gerade so Dino Riders, wo das Kunststoff halt schon, ja, sehr porös ist oder das Alter halt auch ein bisschen schon die Zeit daran genagt hat. Und ja, die Nachfrage ist da, ob man Sachen noch abholen kann, und das ist ab jetzt möglich. Ja, perfekt. Und die Frage, die sich dann wahrscheinlich anschließt, ist, wie machen ja die Kunden, ja, die Zuschauer jetzt einen Termin bei dir aus? Das heißt, einfach anrufen oder? Ja, also entweder uns anrufen über die Nummer, die auch bei Facebook oder bei Instagram steht, oder uns ganz einfach und unkompliziert anschreiben, und dann finden wir auf jeden Fall einen Termin. Perfekt. Das heißt, die Leute können einen Termin machen, kommen vorbei, ja, und holen ihre Sachen ab, und vielleicht finden sie noch das ein oder andere. Ja, wir können gerne mal nach rechts und links schauen. Da können sie vielleicht das ein oder andere dabei noch gerade mitnehmen. Ja. Sehr schön. Alles klar. Dann, ja, Leute, ab morgen, ab dem 23.08. ist der Raum für euch geöffnet. Ja, ruft an, schreibt dem Christian eine Mail, er freut sich. Ja, kommt vorbei. Holt euch einen Kaffee, ja, holt euch was zu trinken ab, stöbert hier ein bisschen, und ja, in diesem Sinne, ich würde sagen, Christian, nochmal vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich auf das Video, auf natürlich Nachfragen und natürlich auf Kunden, die kommen. Ne? Perfekt. Alles klar. Leute, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Retro-Rauner und der Christian von Seatoys. Genau. Ciao.